Wenn in der Stadt der vielen Wunden sich Schwert und Glaube eingefunden, doch von der eisenführend Hand der leuen Blick sich abgewandt, wenn Gold und Macht im Widerstreit mit Brauch und Sitte alter Zeit und Gewirrlinge stehen vor dem Tor, liegt Unheil über Arivor. Hallo ihr Gewirrlinge, da geht's weiter mit der Braut im Schneidersitz und vor allen Dingen auch mit dem Jäger Saladir, der sich aus für Dartan unerfindlichen Gründen dazu bereit erklärt hat, wagemutig die Steine zu lösen, die die Treppe nach oben blockieren. Wenn alles gut geht, passiert gar nichts weiter. Er räumt die Steine auseinander und schafft einen Durchgang, der groß genug ist, damit alle durchkrabbeln bzw. durchgeschoben werden können. Wenn alles nicht so gut geht und das soll bei Buffy ja vorkommen beim Würfeln. Ach was, da musst du dich täuschen. Ja, dann könnte es auch zu einem mittelschweren Steinrutsch kommen. Und ja, unten am Fuße der Treppe stehen Dartan und Steyun. Dartan leuchtet, weil das wollen wir Saladir nicht auch noch aufbürden, das tun zu müssen gleichzeitig. Und ja, Steyun hält sich bereit für den Fall, dass ganz schnell ein Saladir irgendwo rausgerissen und oder irgendein Felsen hochgestemmt werden muss. Der Plan ist es allerdings, dass wenn es zu einem Rutsch kommt, dass alle drei, Saladir, Dartan und Steyun, weiter nach hinten in den Gang ausweichen in Richtung des Brunnenraums. Wir haben zwei Laternen, eine ist hinten bei den Brunnenrauminsassen und die andere ist vorn bei uns und hoffentlich übersteht sie das, was auch immer jetzt gleich passieren wird. Moschen. Übernehmen Sie an dieser wichtigen Stelle. Schicksalhafte Begegnung. Ja. Ja. Ja, das liegt ja nicht an mir, das liegt jetzt an eurem Gefährten Saladir. Der freut sich direkt. Eine Frage noch. Ja. Wo ist Rufus? Rufus ist bei euch im Brunnenraum. Genau. Wer hält ihn fest? Keiner. Er hat den Befehl bekommen, dort zu warten und das tut er auch, solange Saladir nicht aufschreien wird. Ich vermute mal auch, eventuell knuddelt er mit Yuko. Wird gestreichelt, aber... Die haben sich ja vorhin stark gefreut. Okay, gut. Mal. Dein Hund, deine Sache. Gut. Okay, ja. Du, Saladir, dir wurden von Dartan 4 Steine gezeigt. Mhm. Welchen von diesen 4 Steinen oder einen komplett anderen willst du ansetzen? Ach, muss ich jetzt... Ich habe die Steine ja nicht physisch gesehen. Weiß ich nicht, ich würde einen der 4 Steine wählen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich nehme einfach Stein Nummer 2. Nummer 2, okay. Dann bitte Kraftakt erleichtert um 1. Das ist ja irre. Ich sehe schon eine 19. Gut, du was setzt, zu beweisen war. Ja, du setzt nein, das, wenn ich ganz genau bin, sehe ich 2 19. Ach, die eine sehe ich nicht. Da ist dein Gesicht davor. Gut, also Moment. Bevor die Aufgabe begann, habe ich gesagt, Buffy, 13, 19, 19 ist zu schlagen. Ja, sie hat 11, 19, 19 gewürfelt. Ja, wenn ich darauf hoffen würde, dass das besser wird, wenn ich sage, ich wiederhole den Wurf, würde ich einen Schicksalspunkt dafür einsetzen. Aber ich glaube, dass... wobei 2x 19 kann eigentlich nur besser werden, oder? Ja, mach das bitte. Dann setze ich einen Schicksalspunkt ein. Wir machen das nochmal. Und zwar alle 3. Die 11 ist auch nicht so schön, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube, mit der 11 bin ich sogar drin. Wenn du mit der 11 drin bist, okay, aber ansonsten, ja, check's da vorher. Da muss ich jetzt gerade was, welches ist denn die 11? Der zweite Wert ist das, der zweite Wert. Das ist die zweite Wert, das ist Kraftakt, das ist genau drin, Punktlandung. Na gut, dann würfel die beiden 19er neu. Echt, also, ja, mach das. Ja. Mach es. Also dann nehme ich einen Schicksalspunkt und hoffe, dass ich jetzt was Besseres würfel als die 2,19. Ja, 10 und 6, na guck damit mal. Damit bin ich drin. Sollte drin sein, ne? Ja. Ja. Boah, dann streiche dir diesen einen Schicksalspunkt. Oh, ja, der hat sich aber echt gelohnt. Ich weiß. Abwarten. Also, streiche dir den einen Schicksalspunkt ab. Hab ich. Ja, du setzt mit dem Brecheisen an und fängst an, ein bisschen rumzuhebeln. Und ja, du hörst einen, ja, nicht direkt knacken, aber du hörst, wie sich der Stein in Bewegung setzt. Und ja, er kommt dir entgegen. Mhm. Möchtest kann ich aus? Einfach so... galanten Schritt zur Seite machen und dann fällt er nicht mehr auf meine Füße. Mach mal einen Akrobatikwurf, erschwert um 2 oder einen Ausweichwurf, erleichtert um 1.
Ja, ich glaube mal Akrobatik, Körperbeherrschung, ne? Hm? Was hat es gerade erleichtert? Um 2? Nein, erschwert um 2. Achso, um 2. Erschwert um 2, ja gut, das ist immer noch besser wie Ausweichen. Ja, das Ausweichen halt erleichtert, aber okay. Oh. Ja, aber Ausweichen würfel ich gegen 4. Ja, okay, gut, ja, du machst einfach einen Schritt zur Seite und ja, der Stein rutscht an dir vorbei. Und jetzt bitte mit einem W20 mal, wo er lang rutscht. Mhm. Gut, er rast auf die Treppe zu und ja, da wo der Felsen aufhört und die Treppe noch weitergeht, stürzt er aber vorher runter auf den Boden und mit einem lauten Krachen kommt er auf den Boden auf. Mhm. Also er rollt nicht die komplette Treppe runter bis zu den Füßen von uns beiden da unten, sondern er macht er nimmt die Abkürzung zur Seite. Aha. Genau, genau. Übrigens da, wo Khajiit saß. Ja, wie groß ist der Stein nochmal so? Also der ist, ja, mannsgroß ist der schon. Wow, okay. Wie sieht das aus mit Moment, dem, was dahinter ist? Moment, genau, da wird jetzt rufen, erstmal nachgucken. Mhm. Ja, das wäre auch Saladies genau. Gewesen. Und ich leuchte dir so gut es geht, dass du da oben was sehen kannst. Du guckst und ja, den Stein hast du rausgekriegt, aber dahinter sind noch mehrere Steine. Du hast jetzt so ein mannsgroßes Loch da, du könntest theoretisch so ein Stückchen weiter höher gehen, aber da sind noch mehr Steine. Mhm, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da schon irgendwer durchpasst oder dahinter irgendwas schon zu sehen ist, was... Nee. Ja, dann würde ich, weiß ich nicht, nochmal einen Rat einholen, welcher Stein sich jetzt, oder er hat sich an den Steinen, hat sich nichts geändert, dann bleibt es halt bei den ersten. Du hast jetzt noch Stein 1, 3 und 4 oder Nummer 5, wo keiner sagt, ob den nutzen oder nichts. Nicht unten. Ja, dann würde ich mal, weiß ich nicht, Stein Nummer 3 versuchen. Okay, Stein Nummer 3. Dann bitte eine Kraftaktprobe erleichtert um 1. Die 19. Ja, ich weiß, was wir machen. Gut, du setzt hier auch wieder an und ja, fängst an zu hebeln. Und ja, du hörst auch wieder ein Knirschen der Steine. Und du siehst, dass die Steine, die du jetzt schon ein bisschen freier gelegt hast, ein Stückchen nachrutschen. Kann ich das aufhalten oder muss ich jetzt im Prinzip erstmal gucken, dass ich zur Seite komme? Du kannst versuchen, mit deinen Händen dagegen zu stützen, klar. Ja, ich glaube, das hat nicht so furchtbar viel Erfolg, wenn das auf Kraft abgeht. Das heißt, ich würde auch gucken, dass ich da aus dem Weg komme. Okay, du springst schnell einen Schritt zurück und ja, die verkeilen sich aber recht schnell, nachdem sie auf dich zugekommen sind. Mhm. Dann würde ich Datan rufen. Datan, schaut euch nochmal an. Sie haben sich etwas bewegt. Ob jetzt sinnvoller wäre, an einem anderen weiterzumachen. Also, dann würde ich ein paar Stufen nach oben steigen, soweit wie es halt geht. Und dann eine Steinbearbeitungsprobe machen. Ja, das geht aber auch nicht immer gut, Buffy. Ja, ich weiß, aber ich meine, ne? Na ja, gut. Dartan. An etwas, das sich gerade neu verkeilt räuspert hat, sich. Jetzt den gleichen wieder rauszuziehen, einfach ohne zu wissen, ob das sinnvoll ist. Vielleicht hat sich ja was anderes jetzt gelockert. Also Dartan, sagst du dir, irgendwann rutscht nichts mehr nach. Das ist nur eine Frage, wie viel Platz du nach unten hast. Nein, Dartan guckt sich das genau an, leuchtet mal hier und mal da mit der Laterne rein in die Spalten und nach oben so. Bekommt da vielleicht leider keine Erleichterung, schade. Nein. Und hat sowas von keine Ahnung. Ja. Und ja, habe ich keine Ahnung, dass ich es nicht weiß oder gebe ich einen falschen Rat? Nee, du hast keine Ahnung. Ja, ich sag auch, ich weiß nichts. Ich bleibe also bei den drei Steinen, die halt wie ich dir vorhin gewiesen habe. Das scheinen für mich immer noch die Schlüsselsteine zu sein, sozusagen. Okay, also kriegst von Datan die Aussage, ja, immer noch die drei Steine. Ich würde es mal mit dem da probieren. Deute auf Stein Nummer 4. Okay. Dann würde ich dem Rat folgen und mich mal einen Stein Nummer 4 machen. Also ich würde der Datan erst wieder runtergehen lassen. Ja, genau, da geht meine Position, dann, genau, ich leuchte wieder. Okay, dann bitte von dir, nachdem Datan wieder unten ist, Kraftwerkprobe erleichtert um 1. Können wir nicht mal mehr Erleichterung geben? Du hast nur einen Becher. 20! Würfel ja, bitte nochmal mit einem W20. Ich glaube, ich nehme da den zweiten Schicksalspunkt, den ich noch habe. Okay. Wir würfeln keine 20. Okay. Die anderen beiden müssten drin sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist die 9 und die 10, ne? Mhm. Ja, müssen dann sind die beide drin. Dann nehmen wir nur den einen. Okay, dann streich dir deinen zweiten Schicksalspunkt auch weg. Und ja. Du arbeitest an diesen Steinen, wackelst ein bisschen rum und ja, der löst sich und fällt quasi direkt weg von deinen Füßen runter und ja, rutscht auch ein Stückchen runter und fällt dort auch die Treppe runter, bevor er unten ankommt. Also er läuft nicht die ganze Treppe runter, sondern stürzt vorher auch wieder ab. Mhm. Also keine Gefahr für irgendwen. Mhm.
Und ja, du hast da jetzt ein kleines Loch frei gemacht. Da würde Rufus durchpassen, wenn er sich quetscht. Davan kommt nur nach oben, wenn du ihn rufst, ja, ist ja klar. Ja, genau, dann würde ich das auch, würde ich sagen, ich habe hier einen Durchgang geschaffen, für uns noch zu klein, aber seht ihn euch mal an und holt Nimruder zu. Mhm. Dann, na nee, Davan geht erstmal selber hoch, guck sich das erstmal selber an. Was sehen wir im Licht der jetzt nahen Laterne? Ihr seht, dass in der Blickrichtung, wo ihr den Stein weggenommen habt, ja, ein sehr großer Raum sich dahinter befindet. Und wie groß ist das Loch? Das Loch, wie gesagt, ungefähr ein bisschen größer als Rufus Kopf. Also als Rufus Kopf, also so, so Fußball groß oder so ungefähr. Ja, kommt hin. Fußball groß, vielleicht ein bisschen größer noch als Fußball. Aha. Also Rufus wird wahrscheinlich auch noch nicht durchpassen. Er müsste sich quetschen und würde sich vielleicht ein paar Schrammen dazu ziehen, aber. Ja, nee, macht ja auch noch wenig Sinn, weil er kann ja auch tatsächlich die Steine nicht wegräumen auf der anderen Seite. Also ist das noch nicht sinnvoll. Ich hole die Dottora. Und bringt Nimru mit. Sie sagte, sie kann eventuell hier durch. Ja. Wie soll sich das ansehen? Ich lass dich kurz hier im Dunkeln stehen. Oder, nee, wir haben hinten Licht. Dann lass ich... Dann lass die Laterne Ich lass die Laterne unten am Fuß der Treppe stehen. Da hast du ein bisschen Licht. Stadion steht nicht im Dunkeln. Und ich weiß auch, wo ich hin muss. Und täte die Dottora mal dazu bitten. Die Dottora. Nur die Dottora, ausdrücklich nur die Dottora, damit die sich das mal anschaut ich erzähle ihr, hier lagen ja diese vier Steine, vielleicht kann sie sich daran ja sogar noch erinnern, wie die da so grob gelegen haben. Den Stein Nummer 2 haben wir jetzt unten, der ist runtergefallen und den Stein Nummer 4 auch. Mhm. Und jetzt haben wir hier diese Situation, was rät sie uns? Also, Frau Dottora, welchen Stein sollten wir als nächstes bewegen, damit wir hier dieses Loch, wenn möglich, vergrößern, ohne irgendwas ins Rutschen zu bringen? Mhm. Ja, sie guckt sich das Ganze an und sagt, okay, die anderen beiden von diesen vier Steinen auf gar keinen Fall mehr anrühren. Also 1 und 3. 1 und 3. 1 und 3 nicht mehr anrühren, denn die stützen jetzt gerade das Ganze hier. Mhm. Seht ihr diesen da, und sie zeigt auf die neu entstandene Lücke. Mhm. Einer, der so ein bisschen oben drüber schaut. Mhm. Wenn ihr den gelöst bekommt, sollte sich das Loch vergrößern. Die Gefahr besteht nur, dass der uns definitiv entgegenkommt. Aber wenn der weg ist, sollten wir durchkommen. Ich guck Saladier an. Eine sehr gefährliche Variante, aber damit würden wir dann durchkommen. Saladier nickt gut, dann versuchen wir es. Ihr seht unten zu, dass ihr genug Platz macht, falls der uns... Ich gehe wieder zurück. Gut. Ich leite die Dottora erstmal nach unten und wenn die in Sicherheit ist, sage ich zu Sayun, da oben wird jetzt ein Felsen gelöst, der ziemlich sicher die Treppe runterrasseln wird, und zwar bis hierhin, wo wir stehen. Also seid besonders auf der Hut, weil Felsen und so, nicht so toll. Und ich soll ihn aufhalten? Nein! Also, ihr sollt aus dem Weg gehen. Der kann so groß sein wie ihr. Den wollen wir auch gar nicht bewegen. Wenn der hier in den Gang reinrollt, alles super. Haltet ihn nur auf, wenn er droht, da hinten den Brunnenraum zu verwüsten, sage ich mit einem Lachen. Füge dann aber hinzu. Nein, nein, nein. Also einfach aus dem Weg gehen. Gut, der Junge geht 3 Schritte nach hinten. Ja, gut. Und ist jetzt natürlich auch aufmerksam. Hm? Gut. Okay. Ja, dann wieder Licht nach oben halten und Saladier. Ich finde, auf Outgame-Ebene wäre jetzt echt Zeit für einen Wurf ohne 19 oder 20. Dann zeig es uns. Ja, super. Nachtakt erleichtert 1. Wie du Tora hat eben gezeigt, dass man eine 19 würfeln kann, aber wenn eine 1 dabei ist, ja, geht alles ich gut. Aber nicht und schon gar nicht auf Kraftakt. Booster, bleib bei deinen Leisten. du setzt dort an und ja, du hörst das Schreien schon fast von Steinen. Die scheinen sich in Bewegung zu tun, aber du kriegst den Stein nicht gelöst da oben. Mhm, aber es kommt mir auch spontan noch nichts entgegen. Ein bisschen Sandstein rieselt dir entgegen, so kleine Steinchen, so Eiswürfel groß und sowas, tuckern dir ein bisschen auf den Kopf und sowas, tut aber nicht groß weh, ne? Na gut, dann würde ich das Unterfangen jetzt nicht nochmal versuchen, würde ich sagen, ich brauche mehr Kraft und so runterrufen, so Richtung Datan. Damit das Ruder im Prinzip an Steyun übergeben, der mehr Kraft hat. Mhm. Ich nicke Steyun zu und sage, nur den Stein lösen und aus dem Weg gehen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Ein wahrer Mann geht nicht aus dem... Egal. Ich mach das. Der schnappt nach oben.
dann würde Saladier sich im Prinzip dahin zurückziehen, ja, wo gerade Steyun stand, also so hinter, mhm, hinter Dartan irgendwo. Mhm. In hast den du Gang. Das Brecheisen gegeben, oder? Klar. Also, da hätte Dartan darauf geachtet. Das macht keinen Sinn, das mitzunehmen. Ja, hätte Dartan darauf geachtet. Okay, gut. Ja, Steyun ist da oben und der da und zeigt nochmal auf den Stein für euch. Er zeigt irgendwo in die Steine rein. Wenn ich nicht sicher bin, dass er weiß, welchen Stein ich meine, würde ich nochmal hochgehen. Okay, du zeigst also nochmal genau welchen Stein. Genau den richtigen Stein, dass wir nur den Stein lösen. Okay. Darf ich an dieser Stelle der Spielverderber sein? Aha. Steyun hat, glaube ich, keine Dunkelsicht, oder? Richtig. Das wissen die anderen aber nicht. Naja, aber es sollte jedem bewusst sein, wenn ich mich nicht irre, dass Dunkelsicht, glaube ich, unter reinen Menschen eine recht seltene Eigenschaft richtig ist. Also Saladier könnte es in der Tat nicht auffallen, Dartan könnte das sehen, dass da oben, wenn er, obwohl, der hat ja festgestellt, dass Saladier nichts, weiß ich nicht. Also, würfel jetzt Dartan auf Klugheit, ob das auffallen. Dartan überhaupt auffällt. Weil mit sowas ist Dartan ist nicht so firm. Ich meine, ich könnte mit Saladier auch auf Klugheit würfeln, ob ihm klar ist, dass nur weil er das kann, das... Könnt ihr auch gerne machen. Würfel auf Klugheit. Ich glaube, dass das eventuell... Warum schaffe ich meine Klugheitsproben immer? Meine Güte. Oh, zwei. Ja, mir ist das nicht klar. Saladier, du denkst, jeder hat Dunkelsicht. Also, in dem Moment fällt dir nicht mal ein, dass du selber besser im Dunkeln sehen kannst, sondern so sieht doch jeder, das ist normal. Also, ja, für mich ist das völlig natürlich. Also ihr hört, wartet mal, dann bekommt ihr beide, also Steyun und Saladier mit, wie da dann auch die Treppe ein paar Stufen hochläuft und sagt. Ja, du siehst doch, Steyun hat schon angesetzt. Ich sag, Moment, Steyun, wie viel siehst du hier oben eigentlich? Steyun fängt an, die Steine zu zählen. Naja. Die, da ist ein Hindernis. Ja, die Dottore hat uns gesagt, dass wir nur noch diesen einen Stein, und ich zeige nochmal auf den Stein, den die Dottore uns beide gezeigt hat, Saladier und mir, dass wir nur noch diesen Stein wegräumen müssen und dann haben wir einen Durchgang. Dann können wir weiter und dann können wir dahinter die nächsten. Der andere. Dann, ich schau da kräftig gegen und dann fällt das Zeug alles schon weg. Das passt schon. Ich krieg das hin. Ja, wegfallen tut das, aber. Steyun, ich habe Grund zu dem Verdacht, dass sich dahinter ein weiteres Käfernest befindet. Und da brauche ich Kraft, rohe Kraft, dass wieder richtig schön schmatzt und spritzt da oben. Ja, wenn da noch mehr Käfer sind, sollte ich mit meinem Hammer hier bereitstehen und du haust das Ding weg. Wenn da Käfer sind. Ich sehe hier oben aber nicht so viel. Wenn wir Nimru fragen, die sieht hier oben und sie sagte, sie kann Licht machen. Auf die Idee müsstest du jetzt kommen. Dartan kommt auf diese Idee nicht. Saladier, du denkst, die sehen alle genauso wie du. Von daher aber ist das kein Problem. Das war nur Feuerfeuer von Nimru. Aber also so viel also ist mir das so, spätestens wenn die sich drüber unterhalten, muss ich doch aber darauf reagieren können, dass der sagt, er sieht hier nichts. Leider nicht, also mit, auch nicht mit der 20. Das ist nur misslungen, ja. Du hast eine 20 leider gewürfelt. Aber ich bin ja nicht dämlich. Der sagt, er hat doch gerade gesagt, schon. Du hast er hört voll nichts. Den Brainlag. Na gut, dann bin ich aber an der Stelle einfach raus irgendwie, weil ich verstehe das Problem nicht. Richtig, du verstehst das Problem gerade nicht, was die zwei da haben. Also da dann, was machst du? Der Junge sagt zu dir, dann haust du das Ding weg und er mit seinem Hammer, wenn da Käfer kommen. Ja, aber jemand muss mir ja leuchten, ich sehe ja die Hand vor Augen nicht. Du hast die Fackel, du hast die Laterne in der Hand. Ja, ich brauche auch schon zwei Hände, also ich bin ja nicht so kräftig wie du, Saeon. Also ich brauche schon ein bisschen... Ja, aber so eine richtige Sturm- oder Ablendlaterne kann man an einem Gürtel befestigen. Richtig. Im Kampf würde das behindern, aber halt nicht so im normalen... Du seid ja zum Teil auch geklettert, manche von euch. Wie sie aber dann hinten festgemacht haben. Ich überlege kurz, ob ich noch auf irgendwas würfeln muss, um jetzt die Entscheidung zu treffen. Mach eine Mutprobe. Ja, das tatsächlich. Sowas in der Richtung habe ich jetzt tatsächlich gedacht. Also, Dartan hat euch nicht ohne Grund den Vortritt gelassen. Und wenn ich jetzt die Mutprobe schaffe, ich würfel jetzt auf meinen Mutwert, dann ja, dann, aber wenn nicht, dann. Okay. Ja? Mein Charakter hat dieses Abenteuer schon eine Mutprobe überlebt, also go, go. Ich habe das nicht geschafft. Ich sage. Ich mach. Mit viel, 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 wie soll man sagen, Bedenken die Laterne an Steyuns Gürtel fest. Da muss er auch irgendwas haben, wo er dann irgendwie, ne? Und sage so, mein großer Freund,
Jetzt hast du auch ihr Licht hier oben. Und da, ich sage ja nochmal genau, ich fasse den Stein an. Ja? Mhm. Sage da, ich würde jetzt hier reinkeilen, dann richtig kräftig drücken. Und dann aber auch zur Seite, weil der rollt hier die Treppe runter, glaubt's mir. Und was ist mit den Käfern? Die kommen danach. Wir müssen erstmal den Weg freiräumen, dann können wir zu den Käfern. Ja, aber wenn du sagst, dahinter sind Käfer. Wenn ich das Ding wegräume, muss ich doch sofort... Dann kommen die doch. Nein. Pass auf, er nimmt seinen Zweihandhammer und hält ihn dir entgegen. Dann erschlägst du die Käfer. Kann ich das Ding überhaupt halten? Das ist scheiße schwer. Das geht jetzt auf Kraftakt. Wie viel Körperkraft hast du? 13. Ja, du kannst das Ding halten. Du kannst, also das Ding ist scheiße schwer und du weißt absolut nicht damit umzugehen. Ich nehme es in die Hand und in dem Moment, wo er sich dem Stein zuwendet, wendet, pirsche ich langsam die Treppe runter nach hinten und verschwinde aus der Bahn des Steins. Der Saladier schließt sich an und geht mit runter und murmelt dann zu Data, was war das Problem? Okay, wenn du dich also davon machst und Sayun jetzt also ohne Waffe den Käfern überlässt, du bist ja echt ein Arsch. Aber ich habe ihn mit einem Brecheisen ausgestattet, mit Licht, und habe ihm nochmal genau gesagt, welchen Stein er wo ansetzen soll. Ja, schön mit Licht, dass die Käfer ihn auch hier gleich als erstes entdecken. Okay, gut, also er holt aus. Und du hast ihm einen Stein bestimmt gemerkt. Moment mal, mit einem Brecheisen kann man nicht gut ausholen. Das setzt man an und zieht dran und hebelt. Du hast gesagt, er soll da viel Kraft und drücken. Aber ich hab ihm auch gezeigt, wie man es ansetzen soll. Ja, der holt aus und versucht es jetzt da in diese Lücke reinzuhämmern wie blöde und dann zu heben. Na gut, dann sei es so. Der Jun ist stark, nicht schlau. Deswegen ist er mir auch so sympathisch. Boah, ihr hört von unten nur ein Zack, wie das Ding wirklich in den Fels getrieben wird. Also man hört es wirklich förmlich. Mhm. Und ja, hebelt. Und jetzt muss ich einmal würfeln für ihn. Nochmal Kraftakt oder was würfelst du jetzt? Mhm. Wenn er das jetzt nicht schafft, dann bricht eine Welt für ihn zusammen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ja, natürlich. Und, aber guck mal, wie sanft er das macht. Ja, ich möchte nochmal betonen, das ist nicht QS17, das ist QS1. Ja, es war auch um 3 erschwert. Also ihr hört, ja, wie er scheinbar den Felsen da trifft. Ihr hört ihn einmal kräftig, nicht aufschreien, sondern dieses. Naja, okay, das Ächzen, ja. Genau, und dann hört ihr, wie Stein zu Boden fällt. Aber das Geräusch kam von oben. Wie Stein zu. Also es rollt irgendwas die Treppe runter oder? Nein, nichts. Saladier guckt nach oben, sehe ich irgendwas? Ist das Licht noch da? Ja, oder? Das Licht ist noch da. Steyun? Ja? Was habt ihr gemacht? Weggemacht. Wartet kurz, ich schau mir das an. Saladier wird auch wieder mit hochgehen. Ich schleppe ihm seinen Hammer wieder nach oben quasi. Und was finden wir vor? Ja, ihr seht ein doch mannsgroßes Loch. Also so, wo man durchgehen kann, wie eine Tür. Ja. Ich sage, Mensch, Steyun, das hätte hier keiner hingekriegt, außer euch. Wunderbar. Ich nehme ihm die Laterne ab. Du hast doch gesagt, ich soll drücken und das habe ich getan. Ja, aber trotzdem hätte das keiner hingekriegt. Ich reiche ihm erstmal hier, nimm mal deinen Hammer wieder, gib mir mal mein Brecheisen zurück, das passt so besser. Und also wir tauschen Werkzeuge aus und die Laterne. Mhm. Und dann gucke ich Saladier und sage, wollt ihr zur Abwechslung mal zuerst durchgehen? Wir müssen gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen oder ob die Käfer oder sonst irgendwas dahinter ist. Ja, natürlich. Dann reicht dir auch die Laterne, wenn du möchtest. Ich würde nur schnell eine Waffe holen, falls da oben doch eine nicht so ganz freundliche Überraschung auf uns wartet. Mhm. Damit würde Saladier sich kurz davon machen und seine Waffen holen. Bevor du das tust, sagt Dartan zu dir, sagt noch nichts da hinten. Wir wissen noch nicht, ob es nur einen Schritt weitergeht oder ob es wirklich weitergeht. Ja. Dann würde ich eben meine Waffen holen gehen und gar nicht so groß mit den anderen, sofern mich da jetzt keiner anspricht, nicht reagieren. Also. Die Leute gucken, die haben ja das Gerumpel und das Gepolter gehört. Aber sie gucken dich zwar alle an, aber wenn du nichts sagst... Ich würde halt so meine Ausrüstung, das halt, ne, dass die sehen halt dann, okay, die brauchen noch offensichtlich anderes Zeug. Hm. Okay. Dann würde ich zurückkommen. Okay, gut, das heißt,
das Licht wurde übergeben an... Nee, Dardan hat... Ich würde Saladier leuchten, wenn er das möchte. Ja, solange... ich würde jetzt erstmal durchklettern, also gleich durch dieses Loch und mit dem Licht arbeiten, das ich von hinten habe. Richtig. Und wenn ich nicht genug sehe, würde ich die Laterne fordern, aber... Genau, und Dardan kommt dann auch hinterher, wenn du das nicht verhinderst. Okay. Wenn du nicht sagst, stopp oder so. Dardan also hin? Also du gehst komplett hinterher. Moment, also, wir haben ein mannsgroßes Loch. Das heißt, da kann man ja relativ leicht durchsteigen. Es ist nicht so, dass man minutenlang krabbeln müssen. Man steigt da einmal kurz durch und ist man so. Ich stehe hinter diesem Durchgang mit der Laterne, leuchte, lasse Saladier den Vortritt. Der hat das ja, wollte es ja nicht, also hat er das nicht abgelehnt. Mhm. Saladier bewaffnet sich, steigt da durch, so habe ich das verstanden. Und so wie er hinter dem Loch Platz macht, sodass ich auch durchsteigen kann, steige ich mit der Laterne hinterher und sage zu Seyun, wartet kurz, wir schauen nach den Käfern und anderen Gefahren. Mhm. Und wenn wir rufen, kommt hinterher. Dann gibt's Ärger. Ja. Gut. Ja? Okay, also, ihr steigt durch das Loch durch und... Ja. Moment. Entdeckt eine Masse an Käfern, die auf euch zukrabbelt. Saladier, so war's nicht doch, ganz. Oder? So war doch unser Plan. Du gehst nach vorne und ich komme hinterher. Ja, gut. Ja, genau. Ich steck erst den Kopf durch, kletter dann da ganz durch, sofern mich nicht instant etwas anspringt und dann kommst du wahrscheinlich nach. Ja. Genau. Dann bitte von Saladier einmal bitte eine Sinnesschärfeprobe auf Sicht erschwert um 2. Mhm. Trotz Dunkelsicht? Trotz Dunkelsicht. Als du deinen Kopf durchstreckst, siehst du am anderen Ende vom Raum einen Schatten, wie der gerade verschwindet. Er ist ungefähr so groß wie ein Kind. Okay, es hört ja außer Dardan und maximal ist der Jung gerade niemand, da war was. Da hat sich etwas bewegt und wird in die Richtung deuten. Ich gebe das nach hinten zu Seyun, weil er sagt, da ist was in dem Raum. Oh, der Jung kommt die Treppe hochgerannt. Ja, ich sage langsam. Ich sage zu Saladier, mach Platz für Stallion, den brauchen wir hier oben. Dass er nicht erst durch das Loch krabbeln muss. Aber er soll erstmal hier warten. Ich würde gerne wissen, was das ist, bevor wir es angreifen. Ist weggelaufen. Also du hast so einen schemenhaften Schatten gesehen, der weggelaufen ist. Mhm. Es scheint geflüchtet zu sein. Weil ich weiß ja aktuell auch nicht, ob es menschlich ist oder ob das nur ein Tier war. Ja, kindsgroß war es. Dardan guckt und lauscht auch, macht aber, sobald Stallion da ist, auch Platz, dass wir da zu dritt hinter dem in dem neuen Raum stehen können. Mhm. Gut, als ihr reintretet, macht ihr jetzt mal bitte einen Willenskraftwurf. Okay. Auweia. Ich fürchte auch. Plus, minus? Nee, ganz normal. Wo ist denn das? Überall Rampenpilze. Hier sind überall Rampenpilze. Mhm. Plus, minus, nix. Das hat er dir geschafft. Ach, du Angeber. Ich darf irgendeine Probe diesmal abhören schaffen. Stallion hat's auch geschafft. Ja, jetzt. Sogar mit Angeber. Ja, siehst du? Mich nennst du Angeber. Willenskraft, das geht gar nicht. Also, Saladier, du kommst oben an und ja, du siehst vor dir einen Steintempel. Also so ein Steinaltar. Steingebilde, so ein Altar, danke. Ein Steinaltar. Und Dardan, in dir kommt auf einmal das Gefühl vor, dass Saladier sich hier vorgedrängelt hat. Er möchte den ganzen Ruhm für sich abkriegen. Du bist auf einmal wahnsinnig neidisch und wütend. Aber ich hab ihm doch selber den Vortritt gelassen. Ja. Aber in dem Moment, wo du deinen Fuß in den neuen Raum setzt, kommt Wut in dir auf. Wut und Neid. Ich dränge mich an ihm vorbei und sage, mach mal Platz. Bin sehr grob. Und damit ich auch vor diesem Ding da stehe. Ich würde... Was habt ihr denn jetzt auf einmal? Ihr sagt doch, ich soll vorgehen. Ich würdige dich keines Blickes, sondern gucke das, was ich da sehe. Ich würde dann tatsächlich meinen Blick auch dem zuwenden und jetzt lass mich bitte auf Sagen und Legenden würfeln, ob er das irgendwas sagt. Nicht auf irgendwas anderes. Leider ist es etwas anderes. Ach nö. Ich glaube, ich weiß schon was. Du kannst dir aussuchen, entweder Götter und Kulte oder Geschichte. Ich bin spontan bei Götter und Kulte. Okay, dann würfel bitte. Plus, minus, mal geteilt? Mal geteilt. Nein, nichts. Ja. Das war's in dem Ding. 20! Okay. Dass nur 21 dabei war. Der schlechtstmöglichste
nächste Wurf, der kein Platzer ist. Ich bin sowas. Ja, würfen wir bitte mit einem W20 nochmal. Ich glaube, das wäre was für unsere beiden Gelehrten. Holland ist sich sicher, dass das hier ein Raja-Tempel ist. Ja, du hast keine Ahnung, um was es sich hier handelt, aber das muss irgendwas. Es ist ein Opfer. Irgendwas wird hier geopfert. Okay, eindeutig was wird hier geopfert? Eindeutig ein altrondrianischer Opferaltar. Genau. Wo Kinder hier ausgeweidet wurden. Deswegen ist auch ein Kind vorhin weggerannt. Nur so macht das hier alles Sinn. Genau, das erkennst du. Dartan läuft mit der Lampe ungerührt dessen, was Saladier da in den Sinn kommt oder nicht, ja einmal um das Ding rum und ist dabei für seine Verhältnisse relativ unvorsichtig. Mhm. Ja, also er umrundet das und guckt sich das halt von allen Seiten an und natürlich beleuchte ich damit natürlich auch für andere, für Steyun und für Saladier hier ein bisschen den Raum und das Ding. So, ja, Steyun guckt sich das ganze Ding an. Und jetzt? Saladier guckt daran an, was macht ihr da? Wir sollten erst rausfinden, was da weggelaufen ist. Nicht, dass es uns gefährlich wird. Jetzt gibt der Elfte, diese Halbelfte schon wieder Befehle. Saladier guckt Steyun an. Nein, das ist Dartans Gemütslager. Genau, ja, deine Gemütslage redet mit dir. Ich sage zu dir, ich habe nichts gesehen, dann geht doch, zeig doch Steyun, was es da war. Oder wo das war. Das hast ja nur du gesehen. Ne? Ja, Licht wäre nicht schlecht. Gebe ich ihm eine Laterne? Also, das ist ja seine Laterne. Also gebe ich ihm die? Nee, die behältst du. Du willst ja auch schließlich was sehen. Du musst gerade ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Du bist gerade ein richtiges Arschloch. Das ist ja von keine Kommentare drin. Von meinen Mitspielern jetzt. Sehe ich denn auf dem Altar irgendwas, was mich jetzt mehr fasziniert als irgendwelche Dispute mit Saladier? Mach mal eine Probe auf Geschichte. Du bist aus dem Horasreich, ne? Ja. Dann erleichtert um. Warte mal, nee, du bist. Das wird nicht benutzen. Nee, plus minus null. Geschichte plus minus null. Ja. Ich durfte mich auf Götter und Kulte würfeln verkacken. Ich hab doch von sowas keine Ahnung. Nee, ich sag doch, jetzt bräuchte ihr die Gelehrten. Hast du auch nicht. Ja, das ist doch da deine Gabe, was wir hier oben brauchen. Ja, zumal Saladier würde keinen in Gefahr bringen, solange er nicht weiß, was das ist, was da weggelaufen ist. Halte ich diesen Altar oder irgendetwas, was daran befestigt ist, für wertvoll? Nee. Gut, dann. Für dich ist das einfach ein Steinaltar. Dann würde ich mal den Raum hier ausleuchten und die rumlaufen, weil. Aber Datan würde ja vermutlich auffallen, wenn es die gleiche Art Stein ist, die er unten im Brunnen gefunden hat. Fällt Datan gerade nicht auf, oder? Nee. Deine Gedanken kreisen sehr viel darum, dass dich deine ganzen Kameraden sowas alles nur ausbeuten. Du bist immer der vorlaufen muss, der immer vorklettern muss. Genau. Die ganze Arbeit machst du und die anderen ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus. Ja. Werden gefeiert von den anderen. Genau. Nee, die anderen ruhen sich in ihrem eigenen Blut andauernd aus. So. Also ich würde hier nicht super langsam, aber ich würde auch nicht rennen, weil ich will ja gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Den Raum durchmessen. Ja. So, bewegt sich Datan in die Richtung, in die der Schatten verschwunden ist? Nee, andere Richtung. Ich gehe jetzt hier einfach mal rechts die Treppe lang. Das war jetzt willkürlich irgendeine Richtung. Dann würde Saladier Datan so ein bisschen misstrauisch im Auge behalten und immer wieder in die Richtung gucken, in die der Schatten verschwunden ist. Und hoffen, sehe ich da überhaupt noch was? Also mit meiner Dunkelsicht? Weil je weiter Datan sich wegbewegt, desto dunkler wird es auch für dich. Datan, komm zurück! Nein, also du hörst einfach. Also ich sage nichts und tue es auch nicht. Und wenn ich die Wand finde, dann gehe ich halt hier an der Wand entlang. Ja, ich frage dir gleich, was du. Okay. Du siehst nämlich gleich etwas. Ja, aber wie gesagt, Datan reagiert nicht auf dich, Saladier. Was machst du? Saladier schließt sich dann missmutig erstmal Datan an, weil ohne Licht wird's nichts und er lauscht aber auf mögliche Schritte von diesem Wesen oder Kind oder Mensch oder was auch immer und sagt, Steyun, rührt euch nicht vom Fleck und bleibt kampfbereit, falls das zurückkommt, was ich gesehen habe. Ja, er zieht seinen Hammer und steht da in kampfbereiter Position und starrt in die Dunkelheit. Dann würde ich Datan zähneknirschend folgen. Mhm. Ja, gut, du läufst ihm hinterher und ja, Datan, jetzt trottet dieser Halbelfte schon wieder hinterher. Macht mal einen Probe auf Sinnesschärfe Sicht. Datan, bei dir um 2 erschwert, Saladier plus minus 0.
Sinnenschärfe Sicht um 2 erschwert. Das ist ja schön. Na, wo ist es denn? Da. 2 erschwert. Wir sehen gar nichts. Ihr seht gar nichts. Also ich finde, wir haben jetzt genug 20 für die nächste Episode gewürfelt. Ich finde auch, also die 20 nerven mich jetzt auch langsam mal hart. Ja? Ich habe doch keine 20. Natürlich. Ja, 1 und 20, ja, aber also, es ist trotzdem eine 20. So, also gut, wenn ich ja nichts sehe, ich trotte da so lange an der Wand entlang, bis ich irgendeinen Ausgang finde oder irgendwas, was meine Aufmerksamkeit lohnt. Also auf dieser Seite siehst du leider nichts. Gut, dann müsstest du halt wieder nach vorne laufen. Dann laufe ich hier hinten rum und laufe dann wieder nach vorne. Oder vielleicht die andere Richtung, keine Ahnung. Und der Halbelf folgt dir die ganze Zeit. Steht ständig an den Fersen. Was wollt ihr von mir? Licht. Das brauche ich Licht dringender Licht als du. Nun, ich kann aber auch nicht komplett ohne Licht auskommen. Das ist nicht mein Problem. Aber du hast die Lampe. Also werden natürlich habe ich die Lampe. Ich brauche die Lampe ja auch. Ja, soll ich hier so dunkel rumlaufen? Nein, aber dann werden wir wohl das uns zusammen ansehen müssen. Ich knirsche mit den Zähnen und lauf einfach weiter. Ja, auch Saladier knirscht mit den Zähnen, es ist einfach nicht seine Art und da er ja auch nicht beeinflusst ist von irgendwas, tappt er halt einfach grimmig weiter in die, hinterher und wenn es in die Richtung geht, in die er diesen Schatten vermutet, hat halt auch mit besonderer Aufmerksamkeit. Ja, ihr geht jetzt langsam in die Richtung, wo der Schatten war. Ja. Dann würde ich das auch nochmal anbringen. Dartan, in die Richtung ist der Schatten verschwunden. Seid vorsichtig. Ich will auch schwer hoffen, dass er vor mir verschwindet. Wenn er keinen Ärger kriegen will. Ich würde auch gucken, ob ich irgendwelche Spuren ausmachen kann. Also ich meine, auf Stein wahrscheinlich schwierig, ob ich irgendwas sehen kann. Ich Suche mache, aber das ist um 6 erschwert. Weil auf Stein, wie du schon sagst, ist das echt wahnsinnig schwer. Das kommt jetzt drauf an, ob es Tierspuren sind oder nicht. Nee, da kriegst du ja nicht den Bonus dazu. Okay, also minus 6. Das hier mal. Glaube zwar nicht, aber. Das ist schon wieder 20 und ein. Alter! Nee, du kannst es nicht ausmachen. Können wir auch mal 7, 8 und 9 würfeln, mal zu einer Abwechslung? Ich meine, komm, weißt du, wenn du die 20 rausrechnest, war der Wurf gar nicht so schlecht. Für deine Verhältnisse, ja. Und die 18, die muss man auch rausrechnen. Da bleibt eine 1 nämlich übrig. Genau. Gut, ja, aber ihr seht nichts, ihr findet nichts. Ihr seid in einem großen, leeren Raum. Laufe hier die Wand lang. Entdecke ich hier, wo ich jetzt bin, was? Ja, du siehst, dass es da weitergeht. Ist das lockt die Richtung, in die der Schatten verschwunden ist? Ja. Lockt mich das mehr als der Raum, in dem ich bin, oder will ich unbedingt hier bleiben? Das kannst du selbst entscheiden. Du bist einfach nur stinkig und angepisst von deinen ganzen Gefährten. Der Rest ist noch immer deine eigene Entscheidung. Na gut, da ich jetzt ja hier nichts finde, was irgendwie sich einzustecken lohnt und wir halt immer noch nach einem Ausgang suchen, würde mich der Durchgang hier jetzt wohl mehr locken. Okay, also du siehst, wie Dartan weiterläuft. Ja gut, ich würde ihm folgen. Ich hatte ja durchaus vor, rauszufinden, was da weggelaufen ist. Und wenn das da reingelaufen ist, meiner Ansicht nach, dann ist es ja sowieso meine Richtung. Okay. Ich nehme an, dass Dayun den beiden auch hinterherläuft die ganze Zeit. Ihm wurde gesagt, er soll da stehen und Wache halten. Aber er steht jetzt im Dunkeln jetzt zusehends, ja? Ja. Ja, das ist Dartans Problem und da kümmert sich Saladier nicht drum, weil der denkt ja nach wie vor, der kann bestimmt auch sehen. Oh. Gut, so. Ihr lauft weiter und ihr seht, vor euch tut sich eine sehr breite und große Treppe aus, nach oben. Und rechts davon geht es noch weiter tiefer in den Raum rein. Und ihr seht eine schön gestaltete Statue in der Ecke stehen. Schon ein bisschen zerfallen, aber an und für sich schöne Statue. Fasziniert ihr mich? Das ist eine schöne Steinstatue. Saladier wird sich die Statue mal angucken, sofern er Licht hat, bevor das Licht wegläuft. Dartan geht die Treppe hoch. Wir wollen nach draußen. Treppe hoch ist richtig. Oh, Dartan läuft weiter. Ja, ich würde der Statue einen kurzen Blick schenken. Sagt mir die auf Anhieb irgendwas? Nee, das Licht verschwindet auch schon langsam wieder. Also, du hast zu wenig Zeit. Dartan rennt die ganze Zeit weg. Saladier knurren. Hören wir die eigentlich unten noch? Nee, ihr hört gar nichts mehr. Wenn wir die nämlich für eine längere Zeit nicht hören, Nimku ist eh schon unruhig, würde sie mit zunehmendem Eifer, Retzern versuchen davon zu überzeugen, dass wir langsam mal nachgucken sollten. Ich überlege gerade, ob Saladier irgendwann den Punkt erreicht, in dem er versuchen würde, Dartan eine zu scheuern, was wahrscheinlich nicht klappt, weil mein Raufenwert, glaube ich, gefühlt null beträgt.
Retzan würde dem aber widersprechen und sagen, im Gegenteil, solange wir nichts Lautes von dort hören, dürfte alles in Ordnung sein. Haha, habt ihr eine Ahnung. Und dadurch, dass man keinen noch so leichten Lichtschein mehr den Gang entlang sieht, gehe ich mal davon aus, dass sie den Durchgang beigemacht haben und jetzt den Raum oder Gang darüber sich erstmal angucken, ob der sicher ist. Und dann hinterher. Helfen, gucken, auskundschaften, vielleicht kämpfen. Nein, einen Kampf würden wir bis hierhin hören. Es ist ja leise. Der Meister sagt mir übrigens Bescheid, wenn ich irgendwann mal mit meinen Akupunkturmethoden da eine Probe würfeln darf, weil ab dem Zeitpunkt, wenn Retzan also das Gefühl, oder wenn Retzan halt weiß, dass er seine Behandlung abgeschlossen hat, wäre er nämlich auch nicht mehr so fixiert darauf, Nimru auf jeden Fall hier an Ort und Stelle zu halten. Ja, wie gesagt, du brauchst da keine Probe würfen, weil das ist einfach ein Vorbeugen, dass er am nächsten Tag nicht so einen starken Muskelkater, sage ich mal, hat. Das ist einfach eine Schonung der Muskeln. Je länger du massierst, desto angenehmer ist es, desto weniger Muskelkater wird sie haben, aber du kannst jederzeit damit aufhören. Also, na gut, es ging ja auch darum, weil also Retzan, ich sag mal so, Retzan hat ja den Eindruck, dass Nimru nicht nur am Ende ihrer Kräfte ist, sondern auch ihre Arme einfach überstrapaziert hat. Klammer auf, probenmäßig hatte sie dann ja auch eine Erschwernis von 1, genau. Klammer zu. Genau. Und das, was Retzan da also quasi jetzt regeltechnisch ausgedrückt machen will, ist also, dass diese Erschwernis von 1 halt wieder wegfällt. Ja, das, na doch, ihr seid jetzt schon ein bisschen länger hier unten, das ganze Steine wegräumen und so weiter und dass die jetzt schon erkundet haben. Ja, also mittlerweile, du kannst sie zwar immer noch weiter massieren, dann hat sie vertagt. Also jetzt gerade ist es so, dass sich diese Schmerzen verstunden auf später geschoben werden. Also sie hat jetzt eine längere Zeit nicht mehr diesen Malus. Er wird wieder kommen, wenn sie jetzt weiter ihre Arme stark beansprucht. Aber so jetzt okay, die nächsten paar Stunden sollten ihre Arme wieder einsatzfähig sein. Aber wenn Retzans Fachkunde sozusagen ihm sagt, dass er da noch weiter unterstützen kann, wäre das auch erstmal das, was er noch weiterhin macht, weil ansonsten kann er sowieso momentan wenig Sinnstiftendes tun und dadurch hat er ein besseres Argument, dass Nimru hier an Ort und Stelle bleibt. Denn für ihn ist gerade wichtig, dass sie sich nicht weiter überanstrengt. Okay, gut. So. Ja, die anderen beiden bleibt am besten einfach mal stehen, Dathan, weil ich weiß, du rennst da jetzt gerade ganz hin und her. Genau, aber es finden ja parallele Dinge statt. Genau. Ja, die ganzen, ja, ihr habt noch gehört, wie der Stein da weggekippt wurde und alles. Und ja, das Ganze ist jetzt schon 10 Minuten her. Und ihr hört immer noch nichts. Kein Geräusch mehr, gar nichts. Okay, 10 Minuten? Bin ich doch am Meditieren oder ist die so schnell abgeschlossen? Du musst mir sagen, wann du sie abbrichst. Und je nachdem, wie lange es dann war, gucke ich, ob sie was gebracht hat oder nicht. Ich werde jetzt nicht sagen, ab diesem Zeitpunkt bringt es dir was und wann nicht mehr. Dann würde halt an Nimru gesagt noch sagen, und ich verstehe deine Bedenken, es ist schon etwas länger ruhig, aber... Wie lange bin ich denn schon in der Meditation? So gefragt. Knapp eine halbe Stunde. Wir haben ihn als erstes rübergetragen, glaube ich. Sollte man schon. Er hat aber die... Was bringt. Ich glaube, eine Stunde sollte er schon, damit es was bringt. Okay, also bleibst du weiter drin. Okay. Also ja, ich weiß, woher deine Bedenken kommen. Es ist jetzt schon etwas länger ruhig, aber du musst auch bedenken, dass wir nur noch eine Lichtquelle hier bei uns haben. Das heißt also, wenn wir, also du und ich, hinterhergehen, müssen alle, auch die Verletzten, mitkommen. Oder wir gehen ohne Licht. Das ist keine gute Idee. Wir wissen nicht, wo dort Steine und Geröll auf diesen Treppen liegen. Wir müssten hochkrabbeln, um nicht auszurutschen. Und wenn wir sie nicht sofort sehen, wenn dort oben ein Gang ist und sie um die Ecke schon gebogen sind, dann haben wir dort oben, wo wir gar nicht wissen, wie es aussieht, kein Licht. Und er sagt noch, er fügt noch hinzu, wie gesagt, schone deine Kräfte mit der Hoffnung, dass Nimru versteht, dass er ansonsten ihr Gegenargument, dass sie ja magisch Licht machen kann, schon vorhersieht und ihr davon abrät. Sie nickt und ruft dann erstmal die Dottora heran,
Also sie muss irgendwas tun gerade, und wenn es nur der Dottora in gebrochener Allgemeinsprache erklären ist, die sollen hier, sie sehen nicht aus wie unten. Die Höhle, wo wir gelandet waren, da bin ich eine Säule hochgeklettert. Sah anders aus. Und dann so ganz grobe Beschreibung von, hatte Rillen und der Stein war eher... Die hört dir aufmerksam zu und ja, notiert auch eifrig so deine Beschreibungen. Das wird aber... Nimku redet nicht ewig über Steine, das wird nur so 3-4 Minuten höchstens dauern, wenn sie noch Rückfragen hat. Ja, klar, da kommen Rückfragen. Und irgendwann wird Nimru einfach nur noch regelmäßig sagen, ich weiß nicht, habe ich nicht gesehen. Ja, nach weiteren 5 Minuten hört ihr ein metallisches Scheppern und ein Fluchen. Der Jun flucht rum. Der Jun ist gerade den Spalt wieder runtergefallen, oder? Das wisst ihr nicht, ihr hört ihn nur fluchen. Verdammte Scheiße, ey! Das ist jetzt dann tatsächlich, da würde Retzan sofort aufhören, Nimru zu massieren. Und jetzt lasse ich erstmal Nimru den Vorzug, was sie tut, auch wenn ich es mir schon denken kann. Nimru springt auf, guckt aber tatsächlich Retzan abwartend an und fragt, darf ich jetzt? Darf ich? Okay, in dem Moment, wo Nimru aufsteht, macht Retzan den halben Schritt zu der Laterne hin, hebt diese an und sagt... Wir müssen nachsehen gehen. Alle, die hier nicht im Dunkeln bleiben wollen, kommen jetzt mit. Die Bewusstlosen lassen wir erstmal hier. Wir holen sie gleich nach. Und dreht sich um und nix Nimru zu. Dass er ihr zu verstehen gibt, sie soll vorgehen, und er ist dann quasi an zweiter Stelle. Nimru sammelt ihr Schild, ihre Axt, hält das Schild vor sich, die Axt bereit und würde anfangen loszustappen. Okay, ja, die anderen folgen euch eigentlich alle. Weil keiner hier im Dunkeln alleine sitzen bleiben will. War klar. Ich mach's mal ein bisschen heller, damit man im Video drauf was sieht, weil jetzt haben wir hier Schauplätze, die im Dunkeln liegen, und das bringt nichts, wenn das Bild schwarz ist. Ja, Moment, dann mach ich's mal grad heller. So. Ja, oder so blau. Wow. So. Gut, ja, wie gesagt, die folgen euch mehr oder weniger alle, und das heißt, ja, ihr habt die Fackel, und ja, ihr lauft auch die Treppe hoch und seht am oberen Ende schon Steyun, der sich schienbeinend reibt. Steyun? Hä? Alles gut? Die sind mit dem Licht abgehauen. Ich wollte mich bewegen und bin in den scheiß Stein gestoßen. Oh. Wie aber du abgehauen? Kannst das. Ja, die sind abgehauen. Es geht da hinten weiter und die sind einfach weg. ist da oben Platz? Kann man dort die Verwundeten ablegen? Ja, hier ist auch ein Bett, ein Steinbett. Retzan ignoriert das und Retzan hört bis hierhin die Dottora anfangen zu sabbern. Und sagt dann, wenn dort oben nichts ist, worauf du achten musst, dann komm lieber hier runter zum Licht und hilf uns, die Verletzten dort hochzutragen. Dann ich soll die Wache halten, hat der Jäger gesagt. Gibt es denn dort eine Gefahr? Keine Ahnung, er hat irgendwas gesehen. Und da in die Richtung sind sie gelaufen. Ja, wenn sie in die Richtung gelaufen sind, also wie lange ist das denn schon her? Was meinst du? So ungefähr. 10 Minuten? Dann werden die ja nicht 10 Meter weiter sein. Komm hier runter, dann haben wir da oben Licht. Dann stehst du da oben nicht mehr im Dunkeln. Aber... Hinterher? Wir können hier nicht alle zurücklassen. Wenn wir dort oben einfach einmal nur kurz alle hinbringen, dann haben wir schon mal alle oben. Okay, gut, ja. Der Junge kommt runter und ja, hilft euch, die Verletzten mit da hochzutragen. Was macht ihr mit Khajiit? Ja, der wird auf die gleiche Art und Weise wieder von Nimbu mitgenommen. Okay, dann bitte also, wenn du sagst, einmal... Dass ich ausreicht, dann würde ich dann... Wie gesagt, ja, ich sag dir nicht, ob es ausreicht oder nicht. Das musst du selber entscheiden. Du bist jetzt knapp 40 Minuten in deiner Meditation. Ja, komm, ich brech sie ab. Okay. Du brichst sie ab. Das heißt, ja, du willst gerade ihn wieder auf deine Hände nehmen. Und ja, da macht er die Augen auf. Und sein Körper, ja, wird wieder etwas
straffer, also nicht mehr so steif. Das klingt jetzt komisch. Das kommt ins quirre Gerede, wenn die Folge draußen ist. Genau, Khajiit ist nicht mehr steif. Ja, nachdem Nimruin in die Hände nehmen wollte. Ja. Das gibt den ab 18 also, Tag. Retzan muss jetzt also vor Khajiit mehr aufpassen, als bislang gedacht, ist vermerkt. Okay, gut. Was macht ihr? Khajiit, du wach? Ja, ich wollte nur ein bisschen Astralpunkte regenerieren. Ich hoffe, es hat sich ein wenig gelohnt. Ja, magische Kraft. Ja, genau. Ja, ich hab dich von da hinten bei Abgrund hierher getragen und jetzt wir müssen aber wieder zurück und Treppe hoch, weil mittlerweile hat Statan, Stayun und Saladir das freigemacht und da geht's weiter. Aber Datan irgendwie mit Saladir abgehauen und Stayun im Dunkeln gelassen. Deswegen wir jetzt alle mit Licht und Leuten, die nicht laufen können und alles oben hin. Du ja, kannst nicht laufen, her, um gucken, du wirst ganglang und Treppe hoch. Ja. Okay, also geht ihr alle nach oben. Ja, ja Nimru würde sich, wenn da noch wer rumliegt, den dann über die Schulter schmeißen. Hm? Ja. Konnte ich ja ein paar Punkte regenerieren oder nicht? Sage ich dir jetzt noch nicht. Okay. Retzan würde nur einmal bei Rufus, den er als recht intelligent für einen Hund einschätzt, quasi nur ihn einmal angucken und sagen, wir gehen jetzt weiter zu deinem Herrchen, der ist schon weg. Hier bist du gleich alleine und es ist dunkel. Er wartet auf keine Antwort, aber er macht sich auf den Weg. Ich erinnere mich, dass Retzer noch diesen grünen Heiltrag hat und würde ihn bitten, mir den zu geben. Retzan sagt, wir wissen bei dem nicht, welche Auswirkungen er hat. Denke daran, wie das bei Nimru war, als sie diesen einen merkwürdigen Heiltrank genommen hat. Schlimmer als mit zwei Lebungen kann es nicht mal werden. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob dem Heiltrank nicht vielleicht ein nicht etwas also ich würde es nicht riskieren. Ich würde eigentlich diesen Heiltrank nur jemandem verabreichen, der ansonsten im Sterben läge. Okay, wenn das deine fachmännische Meinung ist, aber ich... Also meine fachmännische, etwas anders. Meine fachmännische Meinung ist, dass meine fachmännische Meinung nicht ausreicht, um das Risiko abzuschätzen. Und deswegen verwahre ich den lieber und nutze ihn nur als letzte Möglichkeit. Ich wollte halt nur sagen, dass ich halt besser in Erwägung gezogen hätte, ihn zu nehmen. Mhm. Also Khajiit sieht auch echt schlimm aus, ne? Also der ja, aber Retzan würde sich halt wirklich denken, bei jemandem, also regeltechnisch ausgedrückt, der halt unter Null ist. Also ne, wenn es wieder eine Situation ist, wo jemand wirklich längere Zeit am Stück ärztlich versorgt werden müsste, um nicht zu sterben, diese Zeit aber gerade nicht da ist, dann würde er dem die Flasche in den Hals rammen. Okay, also Khajiit, sobald du das nächste Mal irgendwo hochklettern willst, ist das bei dir der Fall? Richtig. Und dann wirst du mir danken, weil wenn das Ding jetzt nur 3 Lebenspunkte regeneriert und du dann trotzdem 6 Schaden durch den Sturz bekommst, ne? Oder du hast anschließend irgendwelche lustigen Krankheiten an der Backe, das ist, Okay, gut, also ihr geht alle da hoch. Macht ihr noch irgendetwas anderes? Ihr nehmt hoffentlich das Gepäck mit, aber davon gehe ich mal aus, dass ihr alles abräumt. Ja, das Gepäck also Gepäck, ja. Alles und genau. wenn Rufus nicht mitkommt, was würde Nimru ihn einfach versuchen zu tragen. Ich hätte meine gute Tasche. Da knurrt er erst und kommt wenn das oder nicht? Erst würde sie versuchen, ihn ein bisschen, keine Ahnung, hat er so eine Art Halsband? Er trägt es aber nicht. Wenn nicht, würde sie ihr einfach so leicht am Nacken nehmen und so ein bisschen ziehen, so überredenmäßig, nicht, dass es ihm wehtut. Dann würde sie versuchen, ihn ein bisschen zu schieben und wenn das... Ha? Ihr wisst im Zweifelsfall, dass Saladin noch Hundefutter in der Tasche hat. Das...
Ja, also wie gesagt, wenn du irgendwas versuchst, ihn da wegzubringen, knurrt er dich erst an. Und wenn du weiter beharrst, dann fängt er auch an, nach dir so ein bisschen zu schnappen. Nicht gefährlich, sondern er schnappt schon absichtlich immer daneben, aber so nach dem Motto, lass es oder ich beiße. Nimgu würde überlegen, dann ihre Bunthaube aus dem Rucksack fischen und versuchen, ihm die um die Schnauze zu binden, dass er sie nicht beißt. Dann machen wir bitte eine Fingerfertigkeits... oder... ja, wenn man da... Oh Gott, ey, das wird schwierig dagegen. Lass mich kurz gucken, auf was du da würfeln könntest. Weil das lässt er sich nicht freiwillig mit sich machen. Das ist... Das ist ihr bewusst. Trefferpunkte incoming. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Gefährten auf dummes die Tiere mit Loyalität tatsächlich würfeln dürfen, aber erschwert entsprechend. Ja, aber eigentlich nur halt längere Gefährten. Ansonsten gibt es extra einen Wert für Fremde. Wir sollten für Rufus eigentlich vermutlich unter Letzteres fallen. Ja, ja, das sind auch definitiv. Aber du versuchst ja, ja ihn Maulkorb anzulegen, also wäre das eigentlich eine Fesselprobe. Ja, oh, dann gut. Probieren wir das mal. Rufus hat dann für immer einen Maulkorb. Und Rufus wird natürlich versuchen auszuweichen. Also, der macht seinen normalen Ausweichwurf und du machst deine Fesselprobe. Hast du aber Glück, dass der Hund gerade schwerst verletzt ist. Dann gucken wir mal, ob er ausweichen kann. Also er kann nicht ausweichen. Ich hab's mit einer 1 geschafft. Ja. Ja, also er knurrt und versucht auszuweichen, aber du kriegst ihn zu packen und ja, er ist davon sichtlich nicht begeistert, aber du schaffst es ihm, ja, eine Art Maulkorb umzubinden. So, wenn ich jetzt den Maulkorb um den Hund gebunden habe, würde ich versuchen, ruhig auf ihn einzureden. Also so, komm, Rufus, wir gehen zu Herrchen, alles wird gut. Und, deine Lichtquelle entfernt sich stetig von dir. Genau, und dann würde ich nämlich den Hund unter den Arm klemmen und hinterher. Ja gut, der ist nicht so schwer, das kriegst du ja mit deiner Körperkraft. Er versucht sich ja noch ein bisschen zu wehren und zappelt halt ziemlich viel, aber ja, bist stark genug, dass du ihn einfach mitschleifen kannst. Wird weiterhin drauf eingeredet, so, das wird schon, ich setz dich gleich wieder ab, ich mach das gleich wieder ab. Ja, es scheint nicht so viel zu bringen. Gut, und dann brauche ich von euch allen... Dann ihr geht jetzt alle da hoch, einen Willenskraftwurf. Gleich gibt's ein Gemetzel. Erleichtert oder erschwert? Nee, weder noch. Saladier, wenn du es geschickt anstellst, überleben wir beide. So macht man das. 3 Würfel, 5 Einsen. Mhm. Rajit? Bei Nimru war es vor allem wichtig, dass sie es schafft. Ja, aber jetzt hat jetzt ein Problem. Ansonsten wäre es die Frage gewesen, wer kippt zuerst um, Nimru oder Staiyun, weil danach, wenn Nimru nicht umkippt, ist klar, dass alle anderen danach umkippen. Oh schön, ihr habt auch jemanden, oh, böse, der da richtig Spaß hat. Wirf mal bitte einen W20 nochmal zur Kontrolle. Wir haben einen tollwütigen Stubenhocker. Mit dem wird Nimru fertig. Ich möchte betonen, dass ich es nicht so verkackt habe, den Willenswurf. So, jetzt muss ich kurz mal für die Dottora. Ich habe ja noch die 3 Schwertstufen. Die Dottora hat es ebenfalls nicht geschafft. Oh, Retten hat gleich ganz viel Spaß. Muss ich einmal für Yuko würfeln? Oh, Yuko geht ab jetzt wie ein Zäpfchen, Achtung. Der hat ja keinen Willenswert. Hat er schon oft genug unter Beweis gestellt. Ja, vor allem die Daltons dürfen auch gleich noch würfeln, bestimmt. Richtig, das würfeln alle jetzt gerade. Gut, die Bewusstlosen nicht, weil die sind bewusstlos. Das heißt, Retzan kriegt da oben richtig viel Spaß mit Nimru zusammen. Saladier, wir sind die einzigen Überlebenden. Sei froh, dass ich uns so weit weggeführt habe. Ja, Saladier weiß da noch nicht so ganz, okay, ob er das also gut findet. Der eine Dalton hat es sogar geschafft. Wenn der Meister so gar sagt, dass er damit gerechnet hat, dass sie es nicht tun. Oh, die beiden Daltons haben es geschafft. Muss Rufus das auch würfeln? Ja.
Okay. Oh, wie toll. Das will ich machen. Ja, dann mach das. Wenn ich es wiederfinde. Bewusstlos. Ey, da hat er sogar 6 Punkte drin, aber er hat halt auch gerade mega Schmerzstufen. Bewusstlos. Ja, ich hab da auch 7 Punkte drin, aber. Oh, schön, der Wunder! Der dreht durch! Zum Glück hat er einen Volko. Bitte auch nochmal einen W20 würfeln. Willkommen im Club, da hat ihr. Nee, das ist Rufus. Mhm. Achso. Mhm. Okay. Aber der hat halt seinen Maulkorb schon. Das heißt, er fällt zumindest niemanden beißend und knurrend an, das ist auch super. Nimro, das war die beste Fesselnprobe, die du in diesem ganzen Abenteuer geschafft hast. Ja. Wer ist das? 3320. Oh. Oh, wer hatte da schön verkackt? Das sind die Adligen. Die sind einfach wegzumachen, alles gut. Okay, ich habe mal den Kontrollwurf gemacht. Okay, ja, das heißt, ich habe ein wenig was vorzubereiten fürs nächste Mal. Und da die Stunde voll ist, werdet ihr das volle Ausmaß eurer Würfel ja, mitbekommen beim nächsten Mal. Nächstes Mal sind dann Einsen dran. Saladier, ich wiederhole es, sei froh, dass ich dich so weit weggeführt habe. Gut, damit ist die Episode zu Ende. Die Braut ist erwacht und ja. Jetzt dreht die Braut durch. Und dreht gleich durch. Das neue Zuhause gefällt ihr nicht. Und der von allen den kühlsten Kopf wartet oder überhaupt nicht weiß, was los ist, ist der Jude. Der ist der Einzige, wenn ich es richtig sehe, der seine Willenskraftprobe mit einer 1 geschafft hat, glaube ich. Alle anderen haben das nämlich zwar auch geschafft, aber nicht mit einer 1. Das heißt, der Jude ist wirklich der gefastetste von allen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Hatte Rixan nicht eine Qualitätsstufe 3? Ja. Der sollte auch sehr gefasst sein. Ja, es geht eher darum, quasi, ob man diese Auswirkungen auf sich abschütteln kann oder nicht. Ja, aber der Jude hat auch QS3, aber mit einer 1 auch noch. Also das hat keiner getoppt, glaube ich. Aber es wird vermutlich eher die Frage gewesen sein, schafft man es oder schafft man es nicht, weil weniger als keine Auswirkungen kann man vermutlich nicht haben. Doch, es gibt noch eine Steigerung. Ah, okay. Gut, ich bitte um Episodennamenvorschläge. Wahnsinniger Magier. Der Wahnsinn beginnt. Ich habe an Besessenheit oder sowas gedacht, aber... Na, das kommt dann nächste Episode, wenn es wirklich zu den Auswirkungen kommt. Und anschließend brauchen wir dann den Exorzismus, weißt du? So. Oder Flucht nach vorne. Ja. Durchbruch? Ey, ihr flieht ja nicht durch irgendwas. Dartans Ego-Trip. Dartan ist präventiv vor den ganzen Durchgedrehten nach vorne geflüchtet. Durchbruch, miese Stimmung, das könnte aber... Schlechte Laune, Schlechte Laune. Oder Kampfeslust. Eine Wahnsinnshöhle. Steinbett. Steinbett ist super, ja. ja. Hat doch jemand irgendwas Schönes? Mir fällt gerade nichts ein. Nicht wirklich. Dann nehmen wir Steinbett, weil ich glaube, miese Stimmung und so, das brauchen wir nächste Episode noch, wenn es da unten zum Handgemenge kommt. Und ob Saladier auch noch eine gewischt kriegt, weil Saladier möchte sich mit Data nicht im Raufen messen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, da bin ich mir auch sicher, trotzdem wird das eventuell tun. Wir können uns das nächste Mal ja schon mal Massenkeilerei im Dunkeln aufschreiben. Genau, als Metatalent, richtig. Das hat auch eine gewisse... Egal. Wir machen dann mit jeder Menge Watschen weiter im nächsten Teil. Bis dahin.